Herzlich willkommen zum YouTube-Kanal von zumfachwirt.de. Mein Name ist Jesper Quast und ich helfe Ihnen dabei, Ihren Fachwirtabschluss zu bestehen. In diesem Video geht es um das Thema Inflation und Deflation. Ich erkläre alles super einfach, damit Sie es endlich verstehen können. Falls Ihnen das Video gefällt, bitte geben Sie mir einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal, damit viele andere die Videos sehen können und damit Sie immer über die neuesten Videos informiert werden. Also, was verstehen wir jetzt unter Inflation und Deflation? Inflation bedeutet, dass man weniger für sein Geld bekommt. Das kann zum Beispiel sein, weil die Geldmenge erhöht wird oder weil die Preise steigen. Das heißt, machen wir es mal ganz einfach, ich habe 100 Euro dieses Jahr und im nächsten Jahr habe ich immer noch 100 Euro, aber die 100 Euro sind weniger wert. Beispiel, in diesem Jahr könnte ich mir für 100 Euro ein Radio kaufen. Jetzt haben wir 10% Inflation in diesem Jahr, deswegen kann ich mir im nächsten Jahr nicht für 100 Euro das Radio kaufen, sondern muss schon 110 Euro ausgeben. Also habe ich den gleichen Geldbetrag, kann mir aber weniger davon kaufen, weil der Preis gestiegen ist. So, das ist Inflation. Was sind die Folgen von Inflation? Die Folge ist, dass die Kaufkraft sinkt. Also Sie müssen jetzt mehr ausgeben und der gleiche Betrag, den Sie vorher hatten, reicht nicht mehr aus von der Kaufkraft her, um das gleiche zu kaufen, was Sie sich letztes Jahr noch kaufen konnten. Wenn die Löhne nicht ebenso steigen, das heißt, wenn die Inflation um 10% steigt, aber Ihr Lohn steigt auch um 10%, dann ist Ihre Kaufkraft real gleich geblieben. Inflation führt dazu, dass Schuldner entlastet werden, weil ihre nominalen Schulden nun weniger Wert haben. Das klingt jetzt hochgestochen, nominale Schulden. Nominale Schulden heißt einfach nur, wenn Sie 100 Euro haben, also 100 Euro Schulden haben, dann sind das nominal 100 Euro Schulden. Wenn jetzt, sagen wir, das Geld 10% weniger wert ist, also eine Inflation von 10% kommt, dann müssen Sie immer noch nur 100 Euro bezahlen, also Schulden. Und wenn wir es jetzt an dem Beispiel von dem Radio nochmal machen. Also, nach einem Jahr mit 10% Inflation ist Ihr Geld nicht mehr genug wert, um sich das Radio zu kaufen. Das heißt, das Geld ist real weniger wert. Das bedeutet aber auch, wenn Sie 100 Euro Schulden haben, sind diese Schulden für Sie real weniger wert. Denn 100 Euro sind inzwischen 10% weniger wert als vorher. Und das ist eben der Grund, warum es für Schuldner gut ist, weil nominal der Betrag bleibt gleich, es sind immer noch 100 Euro Schulden, aber diese 100 Euro Schulden sind jetzt weniger wert, weil eben das Geld weniger wert ist. Inflation kann in verschiedenen Formen auftreten, in verschiedenen Höhen. Wenn die Inflation unter 3% liegt, spricht man von einer schleichenden Inflation, weil das Geld langsam entwertet wird. Wenn es etwas schneller ist, nämlich kleiner gleich 10% pro Jahr, spricht man von einer trabenden Inflation. Das ist schon spürbar. Wenn es dann zu über 10% Inflation im Jahr bekommt, dann ist es eine galoppierende Inflation. Dann wird das Geld vor Ihren Augen quasi immer wertloser. Und ganz extrem, aber das gibt es immer wieder auf der Welt, meist in sozialistischen Ländern, aktuell zum Beispiel in Venezuela gut zu sehen oder in Simbabwe. Ich glaube, Südafrika ist auch nochmal so ein Kandidat. Das sind über 50% Inflation im Monat und dann spricht man von einer Hyperinflation. Es gibt Länder, die haben 1000% im Monat. Gut, das also grundlegend zur Inflation. Das Geld wird weniger wert. Ursache können Preiserhöhungen oder eine Erhöhung der Geldmenge sein. Und die Deflation, das bedeutet das Gegenteil. Das heißt, dass das Preisniveau sinkt. Beispiel, vor einem Jahr hat ein Radio 100 Euro gekostet. Dann haben wir 10% Deflation. Das heißt, nach einem Jahr kostet das Radio nur noch 90 Euro. Man bekommt also mehr für sein Geld. Das Angebot an Waren und Dienstleistungen ist größer als die Nachfrage. Das heißt, wenn mehr Radios vorhanden sind, als Menschen Radios kaufen wollen, dann müssen die Anbieter, die Produzenten der Radios, die Preise für die Radios senken, damit genug potenzielle Kunden eben sich dafür interessieren, ein Radio zu kaufen. Und so kommt es dann eben zur Deflation. Das heißt, die Nachfrage ist nicht groß genug, daher müssen die Anbieter die Preise senken, damit dann wieder die Nachfrage nach den Geräten zum Beispiel dann da ist. So, daher ist das Geld mehr wert. Was sind jetzt die Folgen von so einer Deflation? Umsätze der Unternehmen sinken. Klar, wenn die Unternehmen die Preise senken müssen, machen sie weniger Umsatz, weil die Käufer eben immer weiter sinkende Preise erwarten.
Das hängt natürlich von der Höhe der Deflation ab. Wenn Sie zum Beispiel merken, sagen wir, in einem halben Jahr fallen die Preise um 10%, im nächsten halben Jahr auch nochmal um 10%, würden Sie sich dann direkt ein Auto kaufen? Oder würden Sie sich sagen, ich fahre jetzt mal mein Auto noch weiter, weil wenn das so weitergeht und ich jetzt noch 2 Jahre warte oder ein Jahr warte, bevor ich mir ein neues Auto kaufe, das ich nicht unbedingt brauche, dann spare ich vielleicht nochmal 20% oder so. Und das heißt, in dieser Erwartung der Nachfrager, dass die Preise immer weiter fallen, sagen sich die Nachfrager, dann kaufe ich es mir später. Und das heißt, dass die Anbieter, die Produzenten eben ihre Produkte nicht loswerden und immer weiter gezwungen sind, die Preise zu senken, damit die Nachfrager doch noch kaufen. Und das führt dann dazu, dass die Unternehmen Arbeitsplätze streichen müssen, weil sie eben die Waren, die sie erzeugen, nicht loswerden. In der Folge können auch die Leute immer weniger konsumieren. Und wenn Menschen nicht entlassen werden, dann müssen sie eben sinkende Löhne in Kauf. Das heißt, auch eine Deflation kann sehr katastrophale Auswirkungen bis hin zu einer Wirtschaftskrise haben. Jetzt haben Sie verstanden, was Inflation und Deflation ist, was die Folgen von beiden sind. Sie haben die verschiedenen Arten von Inflation kennengelernt und sind für die Prüfung, was das angeht, schon mal ein gutes Stück weiter. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, unbedingt abonnieren und gefällt mir drücken. Falls Sie kostenlose Mindmaps und so weiter haben wollen, schauen Sie einfach mal unten in der Beschreibung und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.